Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon A Wonderful Life. Wir müssen jetzt eine Dilon neu kreuzen, weil sie mir eingegangen ist. Und wir genießen den Regen ein wenig, aber vorher möchte ich mich noch um die Tiere kümmern, damit ich das jetzt bloß nicht vergesse. Hallo, guten Tag. Da waren nämlich noch hier Janets Futtertrog war leer. So, mesdames et messieurs. La 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 la. So, Janet geht's gut, Holly geht's gut, den beiden geht's auch gut. Und gemolken haben wir sie schon, nicht wahr? Ich habe ja wieder ein bisschen Zeit verstreichen lassen müssen. Jo, gemolken sind sie schon. Dann holen wir mal gleich die Milch. Und ich habe jetzt meine Liste offen. Da muss ich gleich mal... Oh, Verzeihung. Da muss ich gleich mal gucken, wie es denn mit der Kreuzung von einer Dilon aussieht. Ich weiß, ich brauche eine Rübe dafür. So, Moment. Also ich brauche dafür eine Rübe und eine Melone für Dilon. Wir schauen mal kurz hier rein. Kuckuck! Hallo! Machen wir dann, wenn wir gekreuzt haben. Versprochen. So. Rübe, Melone, Melone. Nee, wir haben doch viele. Wespe, Wassermelone, Melone da, Melonensamen und Rübe. Ne, war doch so. Ich guck nochmal. Rübe und Melone ergibt Dilon. Okay. So. Tartan. Hallo. Guten Tag. Ich bin dein bester Freund und ich rede nicht nur dann mit dir, wenn ich was von dir will. So. Ich hätte gerne... So, das mache ich jetzt mal mit euch zusammen, um zu schauen, wie lange es diesmal dauert. Ich nehme jetzt auch nur den einen Part auf, weil ich an meiner Hausarbeit weiterschreiben will und ich habe auch noch nicht gefrühstückt, weil heute ist der 12.3. Heute ist der Tag, an dem ich dieses Video hochladen werde. Das hat übrigens nichts auszusagen, weil er die Kombination ja schon mal verwendet hat. So, jetzt sag mal. Nicht so aufregend, das ist nicht gut. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Und sofern ich das richtig mitbekommen habe, ist es aber wirklich so, dass er diese Melodie nur dann macht, wenn er eine ganz neue Kreuzung gemacht hat. Deswegen kann das sich jetzt ein bisschen hinziehen. Wenn man nicht gleich an der Melodie erkennt, was er gerade kreuzt. Mich nervt halt, dass diese Animation da gerade so lange dauert. Also das Ausspucken und das Nehmen der Samen. Na, wieder nicht so aufregend. Grr. Na. Erstmal umgekehrt, so wie es bei mir auf der Liste steht. Vielleicht hilft das ja. La la la. Und was macht ihr so Schönes? Außer jetzt dieses Video schauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Let's Plays nicht gucken kann, ohne nebenbei noch irgendwas zu machen. Also zum Beispiel stricken oder schreiben. Sowas halt. Ich weiß nicht wieso. Ist halt irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Weil ich irgendwann mal angefangen habe zu stricken. Also stricken zu lernen. Und ja, da war das halt so, dass ich dann als ich es konnte,
da war es mir dann zu langweilig, einfach nur so zu stricken. Und dann habe ich nebenbei angefangen, Filme zu schauen oder mehr zu hören als zu schauen, weil ich dann noch aufs Gestrickte geschaut habe. Aber jetzt schaue ich Film und stricke nebenbei. Und ja, dadurch kam das dann irgendwie, dass ich dann mich total langweile, wenn ich nur stricke oder nur Filme schaue. Das ist irgendwie voll schlimm. Also im Kino geht's ja dann gerade noch so. Da kann ich nicht nebenbei stricken. Da will ich auch gar nicht nebenbei stricken, weil ich dann ganz anderes Filmerlebnis habe. Aber Filme im Fernsehen und so sind immer begleitet mit irgendwelchen Sachen, die ich nebenbei mache. Anders geht das gar nicht. Bei mir jedenfalls nicht. La la la. Komm schon, du wirst doch wohl diesen Dillon-Samen jetzt da rausspucken können, oder? Ja, endlich! Mann! Und ja, jetzt stellt sich heraus, dass es gar kein Dillon-Samen war, weil ich Genius habe mir das natürlich nicht aufgeschrieben. Weil beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme, hatte sich ja spontan Besuch per Telefon angekündigt und dann war das Aufnahme beenden und dann alles so schnell wie möglich wegschmeißen, wegräumen und so und dann blablabla. So, wir schauen mal kurz. Hier ist kein Dillon-Samen dabei. Nix. Und Dillon ging von wann bis wann? Herbst bis Frühling. Leute, ich bin gleich wieder da. Moment. So, ich habe jetzt nochmal in die Aufnahme geschaut und what the fuck? Herbst bis Frühling. Dillon ist in dieser Jahreszeit nicht gut. Ich werde jetzt mal... ja, ich werde jetzt die Samen hier aus der Maschine holen. Dann werde ich speichern gehen und werde den Dillon-Samen aussäen. Hä? Wenn es Herbst bis Frühling geht, dann geht er über den Winter. Das ist in Ordnung. Also das finde ich jetzt irgendwie voll unschön. So, ich gucke mal eben noch, ob hier noch irgendwas ist, was ich aussehen kann. Ah, wird mir mein Dillon-Samen weggenommen, bloß weil das Spiel denkt, nö. Aber nee, so nicht, ja? Mit mir ist da nicht gut Kirschen essen. So. Gut, dann gehe ich jetzt speichern. Es hört gerade auf zu regnen, denn Flumpi kam aus seiner Hundehütte. So, was mache ich hier? Naja gut, ich kann die Erdbeere weglegen. Ja, ich weiß, dass... Ah. Immer wenn man alles zu schnell machen will, dann macht man Fehler. Ist doch kacke. So, dann speichern wir jetzt. Ja. Okay. Und dann gehen wir jetzt los und säen diesen Samen aus. Kann doch nicht sein. So, Moment. Dillon. Dann gucken wir jetzt nochmal. Herbst bis Frühling. Dann sehen wir ihn hier hinten. Nee, nicht beim Baum. Sehen wir ihn hier aus. Ja, okay. Da passiert noch nichts. Alles cool. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt aussehen können? Herbst bis Frühling, Sommer bis Herbst. Sommer bis Herbst, Frühling bis Herbst. Was ist das? Bellytop. Ja. Dann lassen wir aber... Nehmen wir ein. Lassen hier das Feld frei und sehen aus, wenn die Erdbeeren reif sind. So. Meins? Meins! Ah.
wollte ja eigentlich gerade gesagt haben, ne? Ich habe ja auf die Zeit geachtet, in der man das aussehen soll. Ich bin ja nicht doof. Ich spiele ja Harvest Moon nicht das erste Mal. So. Dann packen wir jetzt erstmal weg. Bellito brauchen wir. Sommer bis Herbst ist vorbei. Sommer bis Herbst ist ebenfalls vorbei. Und was ist das hier? Frühling bis Herbst ist auch vorbei. Yamato haben wir jetzt schon ganz viele. Samen. Hallo, wo ist eigentlich Sharon? Ach, da. So, man muss ja auch mal dann und wann gucken, wo das Kätzchen abgeblieben ist, nicht wahr? So, guten Tag. Ah, um euch habe ich mich ja noch gar nicht gekümmert. Stimmt ja. I was beschäftigt. I was very busy. Busy, 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 busy. Wow, aus der Entfernung guckt er sich das Huhn an. Okay. Aber lass das Huhn in Ruhe, Flumpi. Ist kein Frühstück. Nix Frühstück. Och Mensch, lass das Huhn doch da mal ran, Mensch. Mir egal, ob dein goldenes Ei von dir liegt oder nicht. Wonach diese Hühner auch immer picken, wenn sie in der Luft sind. Also sieht ja nicht so aus, als ob sie nach seinen Händen picken würden. So, und du liegst auch auf einem Ei. Genau. I am so good. I knew it. So, wenn es anfängt zu schneien, setze ich euch aber wieder ins Haus, ne? Und dann bleibt dafür den Winter drinnen. Dann ist zu kalt für Federvieh. Schubidubidu, schubidu. Einmal kurz gucken, die Enten hole ich gleich raus. Ja, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ich weiß. Dann habe ich sie vergessen. So, hier ist was reif, das ist gut. Das ist eine normale Karotte. Nichts Besonderes, kein doppelter Boden. Und hier ist auch was reif. So, was haben wir hier? Ah! Paberita. Okay, die war bestimmt schon seit einer Weile reif. Gut, dann säen wir jetzt die Berito aus, die restlichen. Because we can. Da ist ja auch das Wachstum schnell, das heißt, das geht schnell. Ja. Klingt komisch, ist aber wirklich so, meine Lieben. So, guten Tag. Du bist, wer ist denn das jetzt? Das ist, DK, sag ich jetzt mal. Schauen wir mal. Ist das DK? Ja! Wow. Warum funktioniert das bei den Enten besser als bei den Hühnern? Ja gut, ich habe jetzt mehr Hühner. Die Chance vorbeizuraten ist größer, aber ich habe ja damals, als ich nur zwei Hühner hatte, auch schon daneben geraten. Komische Sache. Dann haben wir hier noch die Anne. Ja. So, dann düsen wir nochmal los und Frosch im Hals, guten Tag. Und säen hier aus. Säen aus, ich meine düngen. Aussäen und düngen ist ja ziemlich dasselbe. Wer was anderes behauptet, ist kleinkariert. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht, dass er das Feld dann düngt. Das wäre uncool. Ah, und es regnet schon wieder. Okay. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dann muss ich das Feld nicht gießen, aber meine Tiere... Ich versuche mal, die noch schnell melken zu schicken, weil das ist in diesem Raum immer so kacke. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt in der Aufnahme noch schaffe. Mal. Na komm schon. Ach Manu, du bist voll der Spielverderber und so. Voll heiß und so. Manu. Aber das kriegen wir hin. Das wird schon.
Da sitzt eine Ente, oder? Oder was war das? Ja, das ist bestimmt eine Ente gewesen. So, komm schon rein mit dir. Danke. Und du hinterher. Und... Sophie! Mach, was ich dir sage! Scheißkuh. Na gut, ich gehe speichern und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon Wonderful Life wieder. Over.